Hallihallo und willkommen zurück in der schönen Natur. Wir begeben uns heute hinab in das schöne Tal, wo uns sicherlich ziemlich viele elende Biester erwarten, die uns nur, tot sehen wollen. Auf jeden Fall gibt es hier jede Menge Pflanzen und das freut den Peter sehr. Ich hoffe, auf der anderen Seite gab es nicht so viele, nicht, dass ich die hier übersehe. Da ist noch eine Beere. Und hier sonst nichts weiter. Gut, okay. Und da wandert doch schon ein Schwein umher. Du Sau! Ah, das war viel zu hoch. Ich werde dich töten! Ich werde dir, Hilfe, das Fleisch aus dem Rippen säbeln. Gib mir dein Fleisch. Ja doch, Zauberwürzchen ist doch was Feines. Mana-Pflanze, da ist irgendeine Beere. Gibt es hier sonst noch Pflanzen? Moine. Höhle! Hallo Höhle! So, was befindet sich in dieser Truhe? Oh, drei Dietriche, sehr toll. Drei Dietriche auf einen Schlag gefunden, das ist natürlich fantastisch. Schwein! Oh, das sind zwei. Ah, da bin ich gerade an der Beere vorbeigerannt, habe ich gesehen. Oh, oh. Was ist los? Kommt ihr hier nicht hoch oder was? Ist das zu steil für euch, feiges Pack? Oh, oh. Ich habe nichts gesagt, wirklich nicht. Verdammtes Breakdance-Schwein hier. Mein Fleisch, mein Fleisch. Ah, da lacht mir doch schon Herrscherkraut entgegen. Das sehe ich immer gerne. Ein paar Grundstöckelpflänzchen wären auch nicht schlecht. Von denen bin ich nämlich momentan ziemlich knapp bei Kasse. Ich habe so viele permanente Pflanzen, aber nur so wenig Grundstöckel, das gefällt mir überhaupt nicht, oh. Eine Metalltruhe. Was befindet sich darin? Klingenbolzen, Flammenwelle, Krankheitheim, Verwandlungssnapper. Naja, diese Verwandlungssachen sind schön und gut, aber die benutze ich eigentlich gar nicht. Ich finde die relativ sinnlos, muss ich sagen. Braucht kein Mensch. Tiere sind schwach, Menschen sind stark. Keine Biester im Umkreis, gut. Habe ich gesagt, du sollst die Waffe rausholen oder wegstecken, mein Freund? Ah, Biest! Kanal. Oh shit, das war daneben. Wo rennst du auch hin? Ich sehe dich nicht. Oh, bist du ein Stück. Voll in die Nase, du. Ins Auge. Oh, das war knapp. Oh, hör auf damit. Da kriege ich doch voll Angst. Nicht ohne die Biester, nicht ohne. Auch da wieder ein Herrscherkraut. Das gefällt mir ja. Also hier gibt es viele, viele schicke Pflanzen. Jetzt möchte ich auch mal gucken, wie viele Herrscherkraut habe ich denn inzwischen. Ich habe doch da mal davon immense Mengen. 10 Stück. Von Drachenwurzel auch 10 Stück. Sollen wir mal was davon essen? Gut, da hätten wir eine gerade Zahl, weil ich habe gerade 270. 280 wäre toller. Ich meine, 270 ist eine gerade Zahl, aber ihr wisst, wie ich es meine. Machen wir das auf 280 rauf. Und eine noch. So, gibt es hier noch... Oh, was ist das? Das ist aber ein schönes Haus hier. Sehr geräumig. Schick eingerichtet. Gut abgedichtet. Also für die Hütte kriege ich mindestens 2,50 auf dem freien Markt. Auf dem Schwarzmarkt erst. Boah, mindestens 3,75, du. Oh. Ich werde ein schwer reicher Mann. Wie viele Packungen Salzstangen ich mir dafür kaufen kann.
Ein Traum. Oh, relativ sinnlose Sachen. Die Flasche ist ganz toll, die gefällt mir. Aber ansonsten hätte man sie statt auch schenken können. Ich hab's mir ja geschenkt, ich hab's mir einfach genommen. Oh. Ein Skavanger. Ein Skavanger. Komm her. Boah, das war doch schick. Das war ein feiner Headshot, du. Was ist das? Ein Zauberwürzelchen. Ah, und da stehen Waldläufer rum. Da gehen wir aber später hin. Wir kümmern uns erstmal drum, dass wir hier weiter gucken. Was es noch so Schickes gibt. Unter anderem einen toten Scavenger. Wer hat ihn getötet? Mysteriös. War ich das gar selber? Hallo, Wauwau. Streicheln. Oh, nicht getroffen. Streicheln. Wie nicht getroffen. Wie nicht getroffen. Das könnt ihr mir nicht antun. Was mache ich denn? Ich treffe den Wolf nicht. Oh. Ah. Eieiei, das war eine unschöne Erfahrung. Also mit den Wölfen tanzen, das muss nun wirklich nicht sein. Und vor allem habe ich haufenweise Pfeile völlig sinnlos verbraten. Weil vielleicht finden wir ja ein paar davon wieder im Gebüsch. Im Gebüsch. Da gibt es immer Pfeile, wenn man die wegballert. Ja, zumindest gibt es hier Wurzeln. Ah, Goblinbeere, fein. Wo ist die Taste? Da, wo haben wir die Goblinbeere? Meine. Aber wir haben auch zwei Flammenbeeren, sehe ich, ne? Können wir auch mal schnell runterschlucken. Und von den Pfeilen sehe ich hier nichts, ne? Die ich verschossen habe. Die müssen ganz schön weit geflogen sein. Wegen euch blöden Wölfen sind meine Pfeile weg. Dafür werdet ihr sterben. Feuernessel und Fleisch. Oh, Wildschwein. Ich werde dich bezwingen. Oh. Schon wieder so eine knappe Angelegenheit. Ah, naja, gut, das Vieh hätte mich ja eh nicht getötet. Pfeil! Aber wo ich die anderen Pfeile hingebolzt habe, würde ich auch gerne mal wissen. Die habe ich ja bis sonst wohin geknallt. Ah, es hängt. Warum hängt es? Blödes Spiel! So, oh oh. Oh, du Sau. Im wahrsten Sinne des Wortes so. Jetzt habe ich hier zwei wilde Säue, die anscheinend keine wirkliche Gefahr darstellen. Naja, für so einen talentierten Burschen wie mich sind natürlich Schweine kein Problem, ne? Arroganz pur. Jetzt auch in der Literflasche. Ich würde sagen, weiter ist bis hierhin gehen wir mal lieber erstmal nicht. Wer weiß, wo wir hier rauskommen, ne? Das war sowas von vorbei, das kennst du, ne? Zack. Klappe. So ein komischer Wolf aber auch. Lungert hier einfach rum und jault die Bevölkerung an. Hat ja nichts Besseres zu tun. Immer diese Wegelagerer hier. Oh, da war eine Pflanze, ne? Da. Einfach mal die Orientierung verlieren und sonst wohin rennen. Das ist natürlich auch ganz toll. Da ist schon wieder ein Herrscherkraut. Nett. So viele Pflanzen. Und alle nur für mich. Was haben wir da? Felsnessel. Das ist ja auch ganz nett. So eine schöne Felsnessel. Kann man sich nicht beschweren. Das sind auch feine Pflanzen. Aber da sind wir hier im Grunde auch schon wieder fertig, ne? Gibt es hier noch irgendwelche Pflanzen? Da war was. Eine Heilwurzel.
Ach, Schnurzelwurzel. Hier gibt's wieder eine baufällige Hütte. Dahinter waren die komischen Waldläufe. Kronstöckel. Meine. Oh. Gibt's hier noch was? Ah, eine Drachenwurzel, die sieht man auch immer gern. Hier nichts weiter. Da ist noch ein Pilz. Hier war die Höhle. Gut, da sind wir hier fertig. Da können wir doch jetzt mal uns hier bei den netten Waldläufern umschauen. Namt Jungs, wie geht's? Alles fit im Schritt? Was willst du? Mit dir reden. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ist gut, da gehe ich halt. Wenn du mit Porgan sprichst, behandle ihn mit Respekt. Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Jetzt pass mal auf, mein Junge. Wenn man jemanden das erste Mal sieht, da sagt man erstmal guten Tag. Ja, ich weiß nicht mal, wie du heißt, obwohl das über deinem Schädel steht. Aber trotzdem, was soll denn das? Wer bist du? Ich bin Waldläufer und Kampflehrer. Mein Name ist Arrakos. Ich bin Leibwache des Druiden Porgan. Der also da hinten an einem Buch steht, okay? Verstanden? Ja, ich verstehe. Was ist das für ein Ort hier? Ein Ort der Verwüstung und Hoffnungslosigkeit. Dieses Tal war einmal das größte Dorf der Waldläufer von Myrtana. Die Menschen kamen von überall her und labten sich an den heilenden Händen unseres Druiden Porgan. Und haben kein Goldstück dagelassen, hä? Verdammte Schmarotzer! Was ist hier passiert? Die Orks haben unser Dorf zerstört und alles gestohlen, was zu finden war. Och, das machen die normalerweise immer. Überlebenden dieses Fiaskos. Verdammt seien alle, die sich an den Pflanzen und Geschöpfen Adanos vergreifen. Ihr führt Krieg gegen die Orks? Wir Waldläufer sind ein friedliebendes Volk. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Druiden zu dienen und sie zu beschützen. Diese elenden Orks jedoch sind mit dem Schwert des Krieges über uns gekommen. Und nun holen wir uns zurück, was uns gehört. Nicht mehr und nicht weniger. Verstehe. Ehrenvolle Sache, das stimmt. Wo sind die Orks jetzt, die das hier angerichtet haben? Sie haben sich in die großen Städte von Myrtana zurückgezogen. Na, Feiglinge. Für uns. Alles, was von ihnen noch da ist, ist eine kleine Ork-Patrouille im Norden, die uns beobachtet. Eine Ork-Patrouille? Die könnten wir doch platt machen, hä? Komm schon. Aufmischen. Ich würde nichts lieber tun als das. Doch weiß ich nicht, ob wir stark genug dafür sind. Na, komm. In Ordnung. Du scheinst zu wissen, wovon du da redest. Ich bin bereit. Folge mir. Für Porgan. Oh yeah, jetzt gibt's tote Orks. Das ist doch nett. Da gehen wir jetzt nämlich den Weg entlang, wo wir... wo ich gesagt habe, hier gehen wir erstmal nicht lang. Weil ich voll der Spielverderber bin, ey. Habe ich gesagt, so weit gehe ich nicht. Nein. Da sollten wir ein bisschen nach Pflanzenausschau halten. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau wir aufgehört hatten zu suchen. An irgendeinem Baumstamm da hinten. Da, das müsste der Baumsturm sein. Dann sollten wir ja eigentlich hier mal in den Wald. Nein. Eine Heilwurzel. Gibt es hier noch mehr tolle Pflanzen? Ah, ich habe die Orks gefunden. Komm, die holen wir uns. Bleib stehen! So. Au. Zack, und jetzt weg mit dem Kopf. Bist du verrückt? Oi. Dem hast du's gezeigt. Und das bin war's. Bin ich gut oder bin ich gut? Du, gut. Ich hab die alle platt gemacht, nicht du. Na, was liegst denn hier so tot rum, mein Junge? Zerstörter Druidenstein. Wo ist denn deine Waffe? Habe ich die schon mitgenommen? Ah ne, hier liegt's rum. Und gammelt vor sich hin. Hier gibt's keine Pflanzen, ne?
Naja gut, schön okay. Da können wir hier weitergehen. Ist keine Sache. Ja, renn ruhig vor. Kein Problem. Orks sind Adanos Geschöpfe. Wie du und ich. Wir sollten uns achten und nicht bekämpfen. Genau, wir sollten uns achten. Von wegen. Wisst ihr, was ich achte? Ich achte den Cut und dieser wird uns jetzt ereilen.